So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Der ein oder andere kennt mich eventuell schon von Snapchat und für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Francis und das hier ist mein erstes YouTube-Video. Kleine Hintergrundgeschichte, wie ich auf die Idee gekommen bin, mit YouTube überhaupt anzufangen. Ich mache jetzt seit einer längeren Zeit auf Snapchat Hauls und Make-up-Tutorials, wie ihr euch leichter tun könnt und Beauty-Hacks. Und dann haben mich die ein oder anderen gefragt, ob ich es nicht auch mal mit YouTube probieren möchte. War dann am Anfang am Umdenken, mache ich es wirklich, habe ich die Zeit dazu? Und ich habe mir letztens einfach mal Gedanken darüber gemacht und dann ist mir klar geworden, dass mir Sachen, um euch glücklich zu machen, mir echt Spaß machen, sowas zu tun. Weil der ein oder andere von euch mir echt süße Sachen schreibt, wo mir echt das Herz aufgeht und mir, wenn ich sowas lese, mir einfach klar wird, wie Spaß es mir macht, solche Sachen zu machen. Also ich danke euch schon mal für das ganze Social Media, für die ganze Unterstützung. 1000 Küsse gehen an euch raus. Total lieb von euch. Finde ich echt total cute. Ich möchte hier mein Vorstellungsvideo ein bisschen anders gestalten als die anderen. Deswegen hänge ich noch ein Question and Answer Video dran. Gleich im Anschluss für euch, dass ihr noch was zum Anschauen habt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich beginne jetzt sofort mit dem Question Answer und möchte euch jetzt nicht mehr auf die Folter spannen, deswegen fange ich jetzt sofort an. Da kam einmal die Frage, aus welchem Land ich komme. Also ich bin teils Deutscher und teils komme ich aus Afrika. Deswegen bin ich so Halfcast Mix aus African and Germany. Dann kam die nächste Frage, ob ich Geschwister habe. Nein, ich bin ein kleines, verzogenes Einzelkind. Und dann kam die Frage, ob ich schwul bin. Also ich glaube, dazu muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich meine, schaut mich an, wer mich in Instagram hat und auf Snapchat merkt, dass ich einer der stockschwulsten Personen bin und mir das einfach nicht juckt, was ihr Hater sagt und ich mein Ding mache und proud to be gay und so, ihr wisst schon Bescheid. Dann der schulische Zweig. Also schulisch können wir schon mal gleich streichen, weil ich arbeite. Ich mache eine Ausbildung als Friseur. Ist da typisch mal wieder so ein schwulen Klischee, aber ich habe es nicht deswegen ausgewählt. Merkt euch das, meine Freunde. Die nächste Frage war die beste Klamottenmarke, wo ich persönlich finde. Also ich schaue jetzt nicht immer so auf die Marke. Ich bin eigentlich mit allem zufrieden, wo ich habe. Sonst würde ich es mir nicht kaufen. Dann beste Klamottenläden in Nürnberg. Also die besten Klamottenläden in Nürnberg, bin ich, ist eindeutig Zara. Dann H&M. Urban Outfitters, meistens tue ich dann noch über Internet bestellen, aber von den Läden, die es dann halt in Nürnberg nicht gibt. Dann kam eine Frage, was meine Eltern dazu sagen, dass ich mich schminke. Also meine Mutter feiert es, dass ich mich schminke, sie unterstützt mich da auch voll. Die meinen jedem das Seine und ja, sie findet es sehr schön. Dann einen guten Highlighter, also der Highlighter, da müsst ihr natürlich auf eure Gesichtsnuance achten, dass er nicht zu dunkel ist oder nicht zu hell ist. Wenn ihr jetzt da dunkler seid, dass ihr keinen wirklich weißen Highlighter nehmen sollt. Die Highlighter, die ich benutze, kann ich euch hier auch gleich mal zeigen, ist einmal der Gold Deposit von MAC. Ich zeige den einmal hier in die Kamera. Mach ihn auch mal auf, dass ihr ihn ein wenig glowen seht. Der ist so ein bisschen goldstichiger, also der ist für dunkle Hauttypen sehr gut geeignet, kann ich nur gut weiterempfehlen. Dann kann ich aber auch noch Soft and Gentle gut weiterempfehlen. Das benutzen die meisten Leute, weil es wirklich Soft and Gentle ist, für jeden Hauttypen was. Und da kann man einfach nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Und zu dem Highlighter, die ich noch empfehlen kann, MAC hat vor einer kurzen Zeit eine neue Highlighter Edition rausgebracht und da kann ich echt nur den Beaming Blush empfehlen. Den wollte ich mir auch kaufen, aber er war leider überall ausverkauft. Can we take one moment for that? Dann kam die Frage, welche Videos ich machen möchte. Also in meinem Channel soll es wirklich um die Videos gehen, die euch persönlich wirklich ansprechen. Ich habe ein paar Ideen, die ich machen werde. Ich werde auf jeden Fall Hauls machen, dann werde ich auf jeden Fall eine Daily Make-up Routine machen, dass von jedem etwas dabei ist und dass der Kanal einfach nicht einseitig ist, sondern dass es jeden anspricht, wenn ihr euch irgendwelche Videos mit bestimmten Personen wünscht, dann versuche ich mit denen
Personen, die Videos zu drehen. Und falls ihr irgendwelche Challenges sehen möchtet, dann schreibt mir auch am besten in die Kommentare, welche Challenges. Dann werde ich versuchen, die auch alle zu drehen. Mein Kanal soll einfach vielseitig sein und einfach nicht so 0815 Bullshit. Wann ich Geburtstag habe? Ich habe am 12. April Geburtstag. Wie ich drauf gekommen bin, Videos zu machen. Also wie gesagt, das habe ich vorhin schon erzählt, dass mich auf Snapchat und Instagram und Ask und auf diesem ganzen Social Media Kram mich Leute angefragt haben, ob ich Interesse daran habe und es jetzt einfach mal mache. Ob ich Sport mache? Ja, ich mache Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Und ich tanze gerade. Karneval ist ja Tanzsport, wenn ihr es genau wissen wollt. Das ist der Fachausdruck dafür. Was meine Hobbys sind, meine Hobbys sind wirklich, also tanzen. Mein Beruf Friseur ist mein Hobby. Also ich mache diesen Beruf wirklich mit Leidenschaft und gehe mit einer Motivation in die Arbeit. Und ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht, Leute glücklich zu machen mit ihren Frisuren. Neue Typen zu kreieren und ich versuche euch auch hier auf diesem Channel zu zeigen, wie ihr aus euch rauskommen könnt, ohne dass ihr ausschaut wie jeder und euch dafür nicht schämen müsst, falls ihr anders sein solltet. Und dann kam die letzte Frage, was meine Ziele im Leben sind. Die jetzigen Ziele in meinem Leben sind erstmal, dass ich meine Ausbildung schaffe, also dass ich die gut abschneide. Und dass ich dann mal ein guter Friseur werde und dann werde ich mal schauen, was die Zukunft so bringt. In meinem Alter, da setze ich mir jetzt noch zu keine hohen Ziele. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. So, das war's dann auch schon mit meinem ersten Video. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so zugeschaut habt. Und freue mich wirklich auf die Zukunft und zu schauen, was kommt. Ihr dürft dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Würde mich super freuen. Einfach die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr wirklich wissen wollt. Was ihr von mir sehen wollt. Ich werde versuchen, alles möglich zu machen. Und jetzt zeige ich euch noch, wo ihr mich sonst noch auf Social Media Seiten finden könnt. Also auf Snapchat heiße ich Wilson Francis. Alles klein geschrieben. Auf Instagram Baby Rochelle und auf Ask Francis Kimbenz. Also ich bedanke mich wirklich bei euch, dass ihr das angeschaut habt und schreibt es mir in die Kommentare. Ich schreibe euch die ganzen Social Media Seiten unten in die Infobox. Da könnt ihr es dann alles nachlesen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüssi!